Hallo, Meier 3007 hier. Ich präsentiere euch heute Annen Fluch von Harald Schneider. Das ist ein Rainer Palzki-Krimi, der mir vom Gmeiner Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Palzki-Chef Diefenbach verordnet der ganzen Truppe einen Kulturcrashkurs. Palzki muss sich somit einige Schlösser in seiner Umgebung anschauen. Doch bei einer dieser Besichtigungen wird er plötzlich von einem Armbrustpfeil getroffen. Ja. Stellt sich natürlich die Frage, wollte der Täter Palzki treffen oder aber den Kulturführer, also den Menschen, der Palzki durch das Schloss führte, weil der war genau neben ihm. Die Ermittlungen führen Palzki dann auch ins Barockschloss von Mannheim. Dort erfährt er, dass in einer Gruft ein wertvolles Schriftstück gefunden wurde, doch diese Informantin, eine junge Studentin, wird wenig später vor Palzkis Augen kaltblütig ermordet. Er entdeckt dann in dieser Gruft zusammen mit einem Mitarbeiter auch noch einen weiteren bisher unbekannten Gang. Doch auch dieser Mitarbeiter wird wenig später wieder vor Palzkis Augen ermordet. Natürlich, wie immer bei Palzki, kommt es durch Zufall, kommt Palzki den Täter auf die Spur und es kommt zum großen Finale, bei der, wie soll es auch anders sein, sein Erfinderfreund Schack wieder mit einer seiner verrückten Ideen zur Stelle ist. Ja, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, immer das gleiche Ende. Könnte man mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber das Buch endet dann für Palzki zumindest in einer großen Überraschung. Also ehrlich gesagt hat mir das Buch jetzt nicht so gefallen, da gibt es bessere Palzki-Bände. Ich weiß nicht, irgendwie, die Story war diesmal nicht meins. Sag ich ganz offen und ehrlich. Aber es war jetzt auch nicht so schlecht. Man hat auch einiges über die Kultur der Wittelsbacher und die Geschichte erfahren. Und was auch nicht schlecht war, ich habe zwar keine Möglichkeit, es auszuprobieren, zum Beispiel hier, da sind immer wieder so QR-Codes eingearbeitet, wo man quasi direkt dann die Schauplätze sich anschauen kann. Die Idee finde ich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube 3 oder 3,5 Sterne hat das Buch von mir bekommen. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich werde es auf jeden Fall dann in die Videobeschreibung nochmal reinsetzen. Also, ich muss jetzt dann los, weil ich muss jetzt dann noch zur Arbeit heute. Also bis dann, Meier 3007.